Ja, ich kann jetzt sagen, dass wir werden da mit unseren starken Kräften angreifen und auf unsere Chance arbeiten. Und wer steht im Halbfinale, so ein attraktiver Wettbewerb? Ich glaube, dass es wird falsch, wenn wir da abstellen alles und Geschenke machen und nicht das versuchen, das alles, was für unsere Fans, für unsere Story, für unsere Geschichte, was Gutes zu machen. Deswegen, morgen wird genauso der Mannschaft sein mit so einer Anstellung wie letzte Heimspiel gegen Wolfsburg und auf unsere Chance da arbeiten. Wir sind bei Top-Favoriten da im zu Gast. Natürlich, das nochmal wird verdammt schwierig und so weiter. Aber ohne Glauben, ohne Unterstützung von unseren da 8.000 schon Fans, das ist natürlich auch die Sache, wo wir wollen sehen und spüren, kann ich so sagen, Halbfinale, so ein attraktiver Wettbewerb dabei zu sein. Das ist so Sache, wo man einfach nicht jedes Jahr kommt. Jeder sieht das und so. Und jetzt, wir sind da. Und das ist unsere Pflicht, auf unsere Chance dazu zu kämpfen und ehrlich sein zu unseren Fans. Jeder weiß, wie geil ist das, wie gut ist das, diese Geschichte, Pakal dabei zu sein und so weiter. Und jeder weiß, wie schwierig ist das. Und deswegen, ja, nochmal, alles okay, aber ich werde nicht das natürlich da bewertet, wie geil oder wie nach dem Spiel ist gut und solche Motto. Erstmal Halbfinale vor dem Nase steht und da müssen wir alles probieren.